So. Hesel, verstehst du uns überhaupt? Natürlich! Dann bitte stell dich doch einmal vor. Was sehen wir hier alle? Über was für ein Geist bist du? Ich bin der... Ich bin Hu! Ich bin der Heilige Geist! Der Heilige Geist. Was ist das für ein Blödsinn? Was ist das für eine... lächerliche... Verkleidung. Emil? Emil, du bist kein Geist. Bist du dir das sicher? Ja, ich bin mir ganz sicher. Oh, Kuckuck! Was heißt hier Kuckuck? Das heißt Hallo. Nein, ich meine, was machst du hier? Ich sitze auf deinem Schoß. Nein, ich meine, was machst du hier heute Abend hier bei meinem Casting in Hannover? Hey, kannst du dich nicht erinnern? Ha? Wir hatten mal eine gemeinsame Show. Richtig. Bei der letzten Show, der sogenannten Dernier. Richtig. Da ist ein Mann auf uns zugekommen. Richtig. Und er hatte dieses unglaubliche Angebot gemacht. Richtig. Der kam aus Las Vegas. Richtig. Und er hatte dieses Wahnsinns-Show-Angebot gemacht. Richtig. Dir nicht, oder? Nein, mir nicht. Und was machst du jetzt hier in Hannover? Hm? Mit dieser komischen Verkleidung hier? Das ist ein Geist, hast du gecheckt, das ist ein Geist. Ja, das ist es sehr heiß, wir haben jetzt willkommen. Achtung, das ist teuer, hey, lass mich nicht fallen, okay? Nein, mach ich nicht so. Sag mir lieber, was machst du hier? Wieso? Was machst du hier? Das heißt, was mache ich hier? Hast du hier ehrlich erzählt, du hättest mich entlassen, hm? Das sind die Zuschauer. Die haben geklatscht, weil du gekommen bist. Natürlich, bei dir klatschen sie nur, wenn du gehst. Oh ja, warte nicht gut drauf. Es läuft, es läuft. Geschminkt? Aha. Ha? Ja, ich habe mich ein bisschen geschminkt. Du bist so eine Tussi! Emil, du weißt genau, wenn man auf der Bühne steht, dann schminkt man sich ein bisschen, damit man im Scheinwerferlicht nicht so glänzt. Dann hättest du zunächst einmal hier geglänzt, hey. Es läuft, es läuft! Sag mir lieber, warum du nicht in Vegas bist. Ha? Warum du nicht in Las Vegas bist. Hey, das sind ja die Zuschauer. Stimmt, und du hast sie noch nicht einmal begrüßt. Ui, das sind viele. Ja, das sind viele. Sagst du bitte mal Hallo zu den Leuten? Oh, richtig, genau. Hallo, ladies and gentlemen. Soll ich denn sie zu zählen? Nein, sollst du nicht. Lass doch die Zuschauer entscheiden. Sorry. Okay, du darfst dann mit zu zählen. Aber, wenn du mir versprichst, dass es nicht wie im alten Programm so ein typisch eindeutig zweideutiger Witz ist.
Sicher nicht. Ist eine Anekdote. Eine Anekdote? Anekdote. Kenn ich die? Nee, tust du nicht, du großer Scheißer. Also bitte dann erzähl uns deine Anekdote. Okay, sitzen drei Zwerge zusammen. Drei Zwerge? Ja! Yeah! Das sind die, denen du in die Augen schauen kannst. Zwerge, was ist mit denen? Okay, sagt der Erste. Leute, ich denke, ich habe die kleinsten Hände der Welt. Sagt der Zweite. Leute, ich denke, ich habe die kleinsten Füße der Welt. Sagt der Dritte. Leute, ich denke, ich habe den kleinsten... Den kleinsten... Ne, wisst schon. Nein, ich weiß nicht, was meinst du? Soll ich es... Jeder hat sie gecheckt. Jeder hat jetzt alle gecheckt, nur du nicht. Ach so, entschuldige. Ja, okay. Sorry, mein Fehler. Ja. Danke, nein. Was machen die drei Zwerge? Die gehen zum Guinness Buch der Rekorde. Guinness Buch der Rekorde? Ja! Yeah! Schreibe ich, das ist mein Lieblingsbuch, das habe ich zu Hause. Ja? Das kennen ja die meisten. Da stehen die skurrilsten Rekorde drin. Und mein Lieblingsrekord, den gibt es wirklich. Achtung. Sternschneckenweitspucken. Der Rekord liegt bei 10,4 Meter. Was? Und? Was und? Wann kommt das Taxi? Welches Taxi? Mit den Leuten, die das interessieren! Okay, dann sag mir, was machen deine drei Zwerge beim Guinness Buch der Rekorde? Okay, geht der Erste hinein. Kommt nach 30 Minuten raus, hat eine Urkunde in der Hand, einen grinsenden Gesicht und sagt, Leute, ich wusste es. Ich habe die kleinsten Hände der Welt. Geht der Zweite hinein. Kommt nach 30 Minuten raus, hat eine Urkunde in der Hand, einen grinsenden Gesicht und sagt, Leute, ich wusste es. Ich habe die kleinsten Füße der Welt. Geht der Dritte hinein. Kommt nach 3 Minuten raus. Kein Grinsen. Keine Urkunde. Sagen die dann, hey, hast du nicht den kleinsten? Sagt er, nee, kennt einer von euch diesen Tricky Nicky? Was soll denn das bedeuten? Noch kleiner, du könntest ihn zu deinen inneren Werten zählen. Oh je, yeah, es läuft, es läuft! Emin, hallo! Das war unter der Gürtellinie. Ja, ey. Du bist ja nur neidisch. Ich meinte, du bist neidisch, weil ich viel gescheiter bin als du. Bist du doch gar nicht. Doch bin ich. Ah, ah. Okay, dann beantworte mir eine Frage. Was ist zum Beispiel eine Anatidenphobie? Anatidenphobie. Sag doch mal. Anatidenphobie. Oh, natürlich, ja genau, die Anatidenphobie interessiert doch keine Sau. Ja.
Nein, das finde ich sogar hochinteressant. Ja? Bitte, das ist keine Erfindung von mir, das gibt es wirklich. Anatidiphobie ist, und jetzt haltet euch fest, die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden. Das ist jetzt schon wieder. Eine Ente. Ja, eine Ente. Eine Ente. Hey, Alter, wie lange soll ich noch dein Leben sein? Nein, ich finde das sogar hochinteressant. Und sei mir nicht böse, Emil, ja? Hättest du nicht gesagt, ich gehe nach Las Vegas, ich lasse dich alleine, ich verlasse die Show, ich mache Großkarriere. Ich wäre gar nicht in der heutigen Situation und müsste dieses Casting hier veranstalten. Ging doch nicht anders. Was heißt, ging nicht anders? Schau mich an! Was? Was habe ich an? Converse. Richtig. Rote Kapuzenjacke. Richtig. Was? Weißes T-Shirt. Richtig und? Ich weiß, auf was willst du hinaus? Keine Hose! Hier, seit Jahren hatte ich keine Hose. Weißt du, wie peinlich das ist? Ja, aber Emil, du weißt ja genau, es geht sich mit deinem Schwänzchen nicht aus. Okay, Alter. Jetzt hast du eine Grenze überschritten. Schau mich an, wenn ich mit dir rede! Sag nie wieder Schönz! Ist das klar? Ich hab's verstanden, danke, entschuldige. Ich weiß, du bist sensibel, ist mir rausgerutscht. Außerdem. Was? Hast du dir die ganze Gage eingesteckt? Hä? Du hast nie geteilt! Entschuldige, wundert's dich? Schau dich an, damit kannst du gar nicht anfangen. Dafür fehlt dir das Gefühl. Du bist so gemein. Kommst du nicht auf beleidigt? Emil, könntest du bitte aufhören, auf deinen Schuh zu kiefen? Emil, bitte. Das schaut von vorne total blöd aus. Bitte, Emil. Das ist doch scheiße klar. Komm, dafür haben die Frauen immer nur Augen für dich gehabt. Wundert's dich! Schau dich an! Damit kannst du nicht anfangen, dafür fehlt dir das Gefühl! Was soll das heißen? Hey, ich habe eine Freundin. Du hast eine Freundin? Ich habe eine Freundin. Eine echte? Ja, eine echte. Eine? Eine. Ich hab 18. Und da hinten sehe ich schon Nummer 19 und 20. Hey, Emil, hallo, reiß dich zusammen. Nicht wundert sich, dass du eine Freundin hast. Warum wundert dich das, Emil, wenn ich wirklich will, ja? Pass auf, wenn ich will, ich verdrehe jeder Frau hier im Saal den Kopf. Ist richtig, du schaust hin und jede dreht sich weg. Es läuft, es läuft. Soll das bedeuten, Emil, du kommst bei Frauen besser an als ich? Natürlich. Glaubst du? Natürlich, ich habe die erotische Ausstrahlung. Die was? Erotische Ausstrahlung. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Ach so? Wir haben halt so viele Menschen hier. Aha. Die sind alle super drauf. Die sind toll, ja, das ist richtig. Die werden das ein für alle Mal jetzt klären für uns. Ha? Die dürfen entscheiden, wer von uns erotisch ist. Hey, das ist eine tolle Idee, okay? Zuerst muss ich fragen. Die Frauen, oh ja. Okay, dann klatschen jetzt alle Frauen in die Hände, die mich erotisch finden. Klatschen alle Frauen in die Hände, die den Emil erotischer finden. Strache 1! Loser! Null! Okay, jetzt um die Männer. Die Männer? Mhm. Noch schon. Okay, dann klatschen jetzt alle Männer, die mich erotisch. Muss das sein? Hey, das ist deine Chance. Okay, dann klatschen jetzt alle Männer, die mich erotisch finden, bitte jetzt. Okay, das ist neu.
Danke. Schau mich nicht so blöd an. Hättest nicht gedacht, ha? Das kommt uns nicht vor. Hättest dich nicht schminken sollen. Überspringen diesen Teil. Huh? Du glaubst echt, du kannst alles besser. Natürlich, ich bin hier der Star. Nein, Emil, bist du nicht. Und nicht ist du nichts. Nein, siehst du, genau ist der Punkt. Ohne mich bist du ja nichts. Huh? Und mich kannst du nicht mal sitzen. Und mich würde hier gar keiner sitzen. Ohne mich könntest du nicht mal was sagen. Und mich hättest du nichts zu sagen. Soll das heißen, ich kann ohne dich nicht auftreten? Endlich hast du es gecheckt. Genau das ist der Punkt. Hm? Genau das ist der Punkt, Emil. Ich kann ohne dich auftreten, du kannst nicht ohne mich auftreten. Das denkst du? Das weiß ich. Das denkst du wirklich? Okay, so, das ist zu viel. Okay, so, ich gehe. Ich gehe, ich sag nie wieder ein Wort. Nie wieder. Was, du sagst nie wieder was? Ab wann? Ab jetzt. Nein! Oh, das war ein Trick, du Tricky Nicky, du. Ich hab dich doch schaut, okay, ich check das alles. Du bist ein Nichts und nicht, du bist sie nicht. Ich sag nie wieder ein Wort. Okay, also du sagst nichts mehr. Du hast gerade was gesagt. Es gilt nicht. Nein! Schon wieder so. Oh, dieser Trick, dieser... Du Tricky Nicky, du. So, ich konzentriere mich, okay? Ich konzentriere mich. Ich, du bist ein Nichts von mich, okay? Nie wieder sag ich ein Wort. Du bist so genug. Also du sagst jetzt nichts mehr. Nie wieder. Bist du dir sicher? So. Ja, das Casting war heute, es war recht lustig, ja?
Wir haben zum Beispiel, wir hatten hier Kleopatra. Ehrlich, die schönste und mächtigste Frau der Welt. Früher vielleicht mal, ja. Ja? Der Kasperl war hier. Ehrlich, der Kinderstar. Ja, wobei, der hat mir leid getan. Hä? Wieso? Der hat ein ziemliches Drogenproblem. Drogen? Ja, Drogenproblem. Ich verstehe sowieso nicht. Bitte erklär mir, warum verfallen alle großen Stars irgendwann einmal dem Drogenkonsum? Das könnte mir nie passieren. Du bist doch weder groß noch ein Star. es läuft, oh yeah. Amen. Hm? Bitte. Und? Was und? Und wer ist denn jetzt die oder der Neue? Hm? Bist du eifersüchtig? Ich? Sicher nicht. Ich glaub schon. Aber, Emil, schau mich mal bitte an. Komm, bitte schau mich mal an. Bitte schau mich an. Emil, bitte. Ja? Mir ist heute was aufgefallen. So. Mir ist heute etwas klar geworden. Aha. Und zwar bist du der Einzige. Ich bin der Einzige, ich bin der Ritter weiter. Der Einzige, der meinen Namen richtig ausspricht. Noch was anderes. Ach so. Mir ist heute aufgefallen, dass egal wann, egal wo, egal wie ich auftrete, ich kann ganz offensichtlich nicht ohne dich. Wieso nicht? Ich check jetzt da hinten die heißen Schnitten Nummer 1920.